Hallo und herzlich willkommen zu Planet Nomads. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und ich stelle euch heute die ganz frühe Alpha-Phase dieses Spiels vor. Entwickler ist Crane Balls und ja, der Key wurde mir zur Verfügung gestellt, damit ich hier ein bisschen zeigen kann, wie es bisher um das Spiel steht. Also, zum ersten Mal, man kann bereits an der frühen Alpha-Phase teilnehmen. Dazu muss man allerdings den Key auf der Webseite kaufen. Besser gesagt, das Spiel. Man bekommt dann direkt auch einen Steam-Key zugeschickt und kann anfangen zu spielen. Early-Access-Phase ist geplant ab Quartal 1 2017 und von da geht's dann weiter. Und ja, für alle, die jetzt zuschauen, ganz wichtig, dieses Spiel ist noch in einer wirklich sehr frühen Alpha-Phase. Es gibt noch kein Survival, es gibt noch kein Crafting. Alles, was wir jetzt haben, ist die Sandbox und die würde ich euch jetzt gerne ein bisschen zeigen. Man hat hier also seinen Charakter. Da hinten habe ich ein kleines Beacon, so ein Leuchtfeuer gebaut. Da werden wir gleich mal nachsehen gehen. Aber vorher zeige ich euch erstmal hier so ein bisschen die Landschaft. Es gibt 11 verschiedene Biome in diesem Spiel, also relativ viel Abwechslung. Und dann haben wir unten eine Leiste. Ihr seht schon, dass die Form, die kennt man schon so ein bisschen Minecraft, ein bisschen Space Engineers. Und man kann das hier einfach so in die Landschaft bauen mit verschiedenen Formen und verschiedenen Drehungen. Alles möglich, kein Problem. Wir können hier um verschiedene Achsen rotieren, was die Flexibilität des Bausystems natürlich erheblich steigert. Ja, wer jetzt denkt, oh, das sieht ja aus wie Space Engineers so ein bisschen. Ja, so ein bisschen sieht es auch aus wie Space Engineers und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen inspiriert davon ist. Aber es ist eben nicht Space Engineers, es ist Planet Nomads und es ist, ja, soweit so gut, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, was wir für Tools haben. Es gibt hier den Bohrer, mit dem ich mich ins Erdreich bohren kann. Mit dem kann ich später auch tatsächlich Mineralien abbauen, wenn die dann zur Verfügung stehen. Ich denke mal, mit dem Crafting wird das Einzug ins Spiel halten. Und ja, seht ihr schön, wie die Voxel hier, ja zumindest fast überall, wie gesagt, frühe Alpha-Phase. Aber man sieht schön, wie die Welt aus Voxeln besteht, die man einzeln abbauen kann. Sehr schöne Sache. Als zweites Werkzeug gibt es dann die Säge, mit der ich wie auch sonst Bäume fällen kann. Und die fallen dann auch. Spiel hat eine Physik-Engine, die auch schon relativ gut funktioniert. Für ein, zwei Punkte bin ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber, wie die zustande kommen. Zeige ich euch gleich auch noch, aber auf jeden Fall ist es schon ganz witzig anzuschauen. Ja, und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Fahrzeuge zu bauen. Es gibt ein Ingame-Tutorial, da kann man sich die Steuerung so ein bisschen angucken. Hier sieht man die einzelnen Funktionstasten, die Tasten, wie man Dinge baut. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie gerade gesagt, Fahrzeuge zu bauen. Ein rudimentäres Fahrzeug wird hier auch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir bauen das jetzt einfach mal. Ich mache das mal für euch vor. Und zwar nehme ich mir dann hier aus dem Bildmenü die diversen Blöcke raus. Es gibt hier einen, wo man einfach so ein, so eine Hebebühne quasi platzieren kann. Und mit der Hebebühne kann man dann weitermachen. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns mal eben alle Teile raus, die wir fürs Fahrzeug brauchen. Und den Rest schmeiße ich mal kurz weg, damit das nicht so verwirrt. Und im Gucken, wir brauchen auf jeden Fall noch den normalen Block hier. Und die Reifen, die sind hier und natürlich auch die Aufhängung. Wunderbar. Und dann fängt man einfach an, kann hier die Hebebühne aufstellen. Die steht dann da. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die hoch und runter fahren kann. Das scheint noch nicht implementiert zu sein. Wird aber mit Sicherheit kommen. Und da setzen wir jetzt einfach ein Cockpit drauf. So. Und das Tutorial sagt dann hier hinten einfach 4 Blöcke dran. Soweit so gut. Und jetzt zeige ich euch eine coole Funktion. Man kann auch in die Third-Person-Perspektive gehen. Kriegt man ein bisschen besseren Überblick. Außerdem, schaut mal, Jetpack. Yay! Wir können mit dem Jetpack fliegen. Ist das stark? Das ist total stark. Total stark. Und langsam landen. Sehr schön. Also es gibt noch kein Fall-Damage. Kommt sicherlich dann auch noch. So, platzieren wir mal den Motor, weil ja natürlich muss das Ding von einem Motor angetrieben werden. Jetzt will ich den mal eben richtig drehen.
dass wir den da so hinten dran knallen können. Dann machen wir natürlich die Fahrwerke dran. Eins, zwei, drei und vier. Ein paar Reifen gibt es natürlich auch und ihr seht jetzt schon, es gibt Drehrichtung, Steuerrichtung, kann man alles hier an den Pfeilen sehen. Sehr tolle Sache. So. Und das ist schon alles, was man für ein einfaches Fahrzeug braucht. Mehr braucht es tatsächlich nicht. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen einstellen und jetzt wechsle ich dazu in die sogenannte Build View. Schau mal, wenn ich das drücke, dann kriege ich hier Zugriff auf diverse Funktion. Ich habe hier zum Beispiel den Generator und ich kann den hier ausschalten und ich kann natürlich auch die Elektrizität verbinden und ich muss jetzt den Generator hier mit den Vorderrädern verbinden, damit die mit Strom versorgt sind. Das mache ich hier mal. So. Geht ganz einfach. Sieht man an den grünen Linien, dass die entsprechend verbunden sind. Jetzt muss ich noch die Drehrichtung der Reifen korrigieren. Die drehen sich nämlich momentan in die falsche Richtung. Geht mit einem einfachen Klick hier. Und die vorderen Räder sollen natürlich auch eine Lenkung haben. Steering. So, jetzt seht ihr das. Lenkung ist an. Hier sind die Räder richtig rum. Nur noch die Lenkung einschalten. Und das war's. Wir können auch hinten eine Lenkung einbauen. Die müssten wir dann halt nur spiegelverkehrt machen. Ist ja klar, sonst drehen die sich in die gleiche Richtung. Das wird dann ein bisschen komisch aussehen. Und ja, im Großen und Ganzen ist das hier, wie gesagt, das Fahrzeug. Jetzt bücke ich mich mal eben. Nehmen die Ejector runter, jetzt seht ihr schon hier, wie die Fahrwerke so richtig schön nachgeben mit den Federn. Das ist ganz toll simuliert. Ich steige mal ein. Zack. Und dann seht ihr schon, das funktioniert. Ja, wunderbare Sache. Wir können sliden. Hoppla, wir können gegen Büsche fahren. Oh. Oh nein, bitte nicht. Lass mich wieder raus, alles klar. So, und dann fahren wir mal da hinten zu der kleinen Station, sage ich jetzt mal, die ich gebaut habe. Da zeige ich euch noch das eine oder andere Feature. So, da gehen wir ordentlich Gas. Und ich muss schon sagen, hier so über den Planeten zu flitzen, das macht schon Spaß. Auch wenn die Fahrphysik an einigen Stellen noch so ein bisschen gummiartig wirkt. Aber es ist halt eben noch früher Alpha, das darf man halt nicht vergessen. So, steigen wir mal ab hier. Schupp. Fahrzeug bleibt stehen. So, hier habe ich mal so ein kleines Häuschen gebaut. Mit einem Zaun, einem Fenster, man kann reinschauen. Hier, das sind Fences, also sprich ein Zaun. Den kann man entweder so beliebig platzieren, wie ich das hier gemacht habe. Aber korrekterweise würde man den natürlich anders platzieren. Da gibt es dann auch einen Pfosten für. Und dann kann man die tatsächlich auch, hoppla, dann kann man die tatsächlich auch richtig hinsetzen. Und zwar so, und dann kann man die wirklich... Na, komm. Ja, genau. Jetzt habe ich's. Und dann kann man die halt wirklich auch gerade aneinander setzen. Man kann hier Pfosten bauen. Und über Eck weiterbauen und so weiter. Das funktioniert also alles wunderbar. Da eine kleine Plattform, da habe ich noch ein anderes Fahrzeug gebaut, das zeige ich gleich mal. Da zeige ich auch ein Problem, was ich momentan noch habe. Ich gehe mal wieder in die Ego-Perspektive. Hier haben wir zum Beispiel Lampen, die können wir ein- und ausschalten. Wunderbare Sache. Und eine Tür. Und die Tür, die geht jetzt automatisch auf, wenn ich mich dann der Tür nähere und schließt sich auch automatisch wieder. Das Verhalten kann ich einstellen in der Build-View. Kann ich nämlich sagen, entweder automatisch oder manuell. Und jetzt ist es eine manuelle Tür. Jetzt geht die nicht mehr zu. Jetzt muss ich hier drücken, um sie auf und zu machen. Tolle Sache. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und ja, damit das Ganze hier funktioniert mit den Lampen und so, braucht natürlich auch das Häuschen einen Generator. Den habe ich hier platziert. Und wenn ich jetzt mal in die Build-View gehe, dann seht ihr, dass das da alles mit verbunden ist. Also, sprich, die Lampe hier oben ist verbunden. Die Lampe da draußen ist verbunden, die Türen sind verbunden. Alles muss verbunden sein, damit es vernünftig funktioniert. Dieses hier, diese Andockstellen, die ihr seht, ich habe Screenshots gesehen, dass da später tatsächlich richtige Rohre dran platziert werden können, also sprich Stromleitung. Ob das und wie das Einzug ins Spiel findet, weiß ich noch nicht. Fände ich aber natürlich super interessant, wenn man auch Rohre, Stromleitung und sowas alles verlegen muss. Ich hoffe, dass der Entwickler da auf jeden Fall noch in die Richtung was macht. Und naja, wie gesagt, wenn man es auf Screenshots schon sehen kann, dann wird es wohl auch irgendwie kommen. Es gibt wunderbare Fenster, also wo man wirklich ganz tolle Sachen mitmachen kann. Das hier über der Tür, das ist auch ein separates Fenster in verschiedensten Formen und Größen. Kann ich hier mal zeigen.
Man hat also hier diverse normale Blöcke, dann abgerundete Blöcke. Hier, man kann richtig schöne runde Formen bauen, kann ich auch gleich nochmal am Gebäude draußen zeigen. Man kann das, was ich oben gemacht habe, sogar hier aus Glas bauen, runde Glasformen, halbrunde Glasformen, die verschiedenen Fenstergrößen, Rampenfenster, flaches Fenster, 1x2, 1x3, 2x3, also sehr groß. Dann haben wir hier so einen Floor, den wir setzen können. Den können wir entweder als Einzelteil setzen und das ist auch eine Besonderheit. Es gibt alles in klein und groß. Wenn ich mal den nehme und den 3x3, dann kann man halt wirklich modular bauen mit diesen kleinen Blöcken. Ja, das geht. Ich kann aber auch die große Variante nehmen und dann halt eben in 3x3 wesentlich schneller bauen. Wenn ich zum Beispiel eine große Grundfläche machen will, dann kann ich diese großen Kacheln ganz gut nehmen. Ja, das gibt es ja auch für den Boden. Und den könnte ich hier zum Beispiel hinsetzen. Und schon hätte ich hier so einen Boden drin. Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Ja, das also zu dem Häuschen. Ich zeige jetzt nochmal von außen. Hier diese runden Formen, die ich hier gemacht habe. Sieht schon richtig gut aus. Das hier ist das Beacon, das Leuchtfeuer, was ich platziert habe. Kann man auch die Farbe von ändern. Kann also zum Beispiel verschiedene Orte anderen Farben geben, damit ich was wiederfinde, damit ich weiß, wo was ist. Ja, und hier sehr schöne runde Formen. Sieht richtig toll aus. Auch das Fenster so von draußen mit dem Licht. Sehr schön. So, hier draußen habe ich ein anderes Fahrzeug gebaut. Da habe ich auch mal ein paar Scheinwerfer hier dran gebaut, damit das Gebäude so ein bisschen angestrahlt wird. Da steht ein Generator, der die Lampen mit Energie versorgt. Und das ist das Fahrzeug. Und ja, wir steigen einfach mal ein. Und ich habe hier 4 Motoren drin. Ich habe jeden Reifen über einen Motor. Ne, ich habe nur die Vorderreifen angetrieben über Motoren. Die Hinterreifen wollte ich, das hat aber nicht so richtig funktioniert. Von daher habe ich das wieder rückgängig gemacht und das ist nämlich auch mein Problem. Ich kann das jetzt ja nochmal verbinden. Vielleicht geht das jetzt. Vielleicht, weil ich hatte das Spiel nochmal neu geladen. Vielleicht lag es daran. Wir testen es einfach mal. Also jetzt sind die Hinterreifen auf jeden Fall auch verbunden. Kann ich jetzt zwar nicht sehen, sollte aber eigentlich... Jetzt ist es verbunden. So. Okay, jetzt ist es verbunden. Vielleicht war es gerade auch doch verbunden. Vielleicht habe ich nicht genau hingesehen. So, vorne sind Scheinwerfer dran. Und ich steige jetzt mal ein. Und dann gehe ich mal in diese Perspektive. Und dann fahren wir mal so ein bisschen los. Hoppla. So. Schöne Rampe gebaut. Auf geht's. Und die Sounds, die fehlen natürlich noch. Aber ansonsten funktioniert das schon. Und ihr seht schon, jetzt ist es natürlich gerade stockduster. Aber ihr seht schon, dass ich halt... mit verschiedenen Formen den Fahrzeugen auch unterschiedliche Formen geben kann, was einfach ein bisschen epischer aussieht. Und ja, so funktioniert das Ganze. Hier draußen habe ich mal gezeigt, wie schön man ins Terrain bauen kann. Ich mache mal kurz die Taschenlampe an, dann wird das alles ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich mal eben suchen, wo es ist. Da. Hier habe ich mal so ein Loch gebaut und habe mal in dieses Loch einfach so einen Träger reingesetzt, weil ich dachte, das sieht ganz cool aus und da kann man halt wirklich die Blöcke bis in das Erdreich hinein reinsetzen, um möglichst realistisches Aussehen zu haben. Kann ich ganz tolle Sachen halt mitmachen. Finde ich schon ziemlich gut. Ja, und wie gesagt, wer da sich so ein bisschen an Space Engineers erinnert fühlt, durchaus, es wirkt wie Space Engineers auf Planeten, aber es hat halt eben ein paar Funktionen, die ich ziemlich cool finde, wie zum Beispiel einfach hier das mit den Türen, dass die automatisch sind, dass man, also ohne große Bewegungssensoren und so, und dass man hier Lichter einfach an- und ausschalten kann. Das ist alles schon ziemlich cool. Ja, soweit zum zur ersten Alpha-Phase von Planet Nomads. Ich werde einen Link in der Beschreibung posten, wo ihr das Spiel euch kaufen könnt. Könnt euch da auch weitere Videos und Screenshots ansehen. Es gibt andere YouTuber, die auch noch ein bisschen mehr gemacht haben. Könnt ihr euch also super gerne informieren. Ich finde, es ist ein Blick wert. Macht auf jeden Fall schon Spaß, was zu bauen. Und bin gespannt, was noch für Features kommen. Wie gesagt, aufs Crafting freue ich mich sehr. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze dann so als Spiel funktioniert, wo man sich die Rohstoffe selbst besorgen muss. Also, ich denke, wir können noch viel erwarten. Entwickler ist, wie gesagt, Crane Balls. Das Ganze kommt in den normalen Early Access dann schon mit Survival und Crafting im Quartal 1 2017. Ich glaube, jetzt habe ich alle Infos gesagt, die ich sagen wollte. Zum Preis kann ich noch nichts sagen. Doch, kann ich wohl. Klar, der Alpha-Zugang kostet $40. Das heißt, ist schon einiges. Aber ich glaube, wenn die Entwicklung des Spiels so weitergeht, wie man jetzt schon sehen kann, wo es hingeht,
dann ist das für mich durchaus gerechtfertigt. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da und gerne auch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao.